Ihr habt es euch gewünscht und hier ist es. Wir testen TikTok GTA Online Glitches zusammen in diesem Video. Viel Spaß. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. In letzter Zeit werden auf YouTube und auf TikTok und auf sämtlichen Social-Media-Plattformen gefühlt immer mehr Fake-Glitches hochgeladen. Also einfach Glitches, die so zusammengecuttet sind, dass es aussieht im Video, als würden sie funktionieren, aber in Wirklichkeit funktionieren sie gar nicht. Und Freunde, dieser Sache gehen wir heute mal auf die Schliche. Wir haben uns hier 3 Glitches von TikTok rausgesucht, welche wir heute im Video mal testen werden. Und nicht ohne Grund gibt es einen WhatsApp-Sticker von mir, der zeigt, dass ich hier durchaus für qualifiziert bin. Ja, irgendwie war das jetzt ein Eigentor, ich weiß auch nicht. Bei dem ersten Glitch sollen wir wohl 1,6 Millionen GTA-Dollar verdienen können und das Ganze in 30 Sekunden. Was müssen wir hier machen, okay? Also wir fahren hier erstmal mit einem Auto zum LSC, dann müssen wir den Typen killen, dann fahren wir mit unserem eigenen Auto hinten an diese, in diese Lackierhalle oder wie man das auch immer nennt. Dann müssen wir uns ein Straßenauto klauen und das dann verkaufen, aber wir bekommen dann die 1,6 Millionen, also das Geld, was das eigentliche Auto, was wir hinten drin geparkt haben, wert ist. Okay, das kriegen wir doch hin. Also Auto zum LSC fahren, dann den Typen killen, reinfahren, hinten in die Garage. Jetzt holen wir uns ein Straßenauto und das verkaufen wir jetzt einfach und dann müssten wir eigentlich so ein paar Millionen kriegen. Okay, Glitch Nummer 1 hat also schon mal nicht funktioniert, aber gut, das war auch absehbar. Ich denke, GTA ist ja ein relativ gut entwickeltes Spiel, hat zwar einige Bugs, aber im Großen und Ganzen ist es okay. Und so leicht kann man GTA doch nicht austricksen, nicht? Da muss man schon ein bisschen sich mehr ins Zeug legen, um eben diesen, ja, das Spiel auszutricksen. Und das machen wir jetzt mit dem nächsten, denn hier können wir ebenfalls 1,7 Millionen GTA-Dollar verdienen in ein paar Sekunden, was auch wirklich nicht schlecht wäre. Hier müssen wir einfach ein Auto vorm LSC wieder parken, ein Auto klauen und dann mit dem geklauten Auto unser Auto in den LSC reinrammen und dann ganz schnell in einen Geralt-Job reingehen. Und wenn wir dann in diesem Geralt-Job drin sind, müssen wir wieder rausgehen und in das Schrottauto und dann zweimal das Menü bei LSC durchscrollen und dann müssen wir das geklaute Auto kaputt machen, neues klauen und das dann wiederum verkaufen. Und dann müssten wir das Geld bekommen, was das Auto vom Anfang von uns wert ist. Okay, das klingt auch jetzt wieder nicht so schwierig. Also, wir parken unser Auto vom LSC, klauen uns ein Auto und gucken, ob wir einen Geralt-Job haben. Haben wir sogar rein zufällig. Also, manchmal ist es auch gut, dass Rockstar Games uns voll spammt mit diesen unnötigen Kontakten. Dann rammen wir jetzt das Auto rein. Das war wirklich schwieriger, als ich gedacht hätte. Weil immer, wenn ich zu weit nach hinten gefahren bin, um Anlauf zu nehmen, ist das Tor wieder runtergegangen. Das war ein bisschen nervig. Aber irgendwann habe ich es hingekriegt. Und dann habe ich einmal zu spät die Animation, also den Job gestartet, damit ich in das Menü reinkomme. Aber irgendwann habe ich es dann hingekriegt und habe rechtzeitig gedrückt und war dann auch in dem Geralt-Job. Bin da dann direkt wieder rausgegangen und habe mich ins Schrottauto reingesetzt. Dann bin ich in LSC reingegangen, so wie ich sollte. Zwar mein Menü durchgescrollt und habe es dann zerstört. Beziehungsweise mich dann wieder in ein neues geklautes Auto reingesetzt und hat probiert, das zu verkaufen. Aber das ging dann schon auf einmal nicht mehr. Also auch dieser Glitch hier funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber Freunde, aufgepasst, denn jetzt habe ich noch einen dritten Glitch. Alle guten Dinge sind 3. Ich habe im Gefühl, dass das funktionieren muss, oder? Ich meine, gucken wir uns mal an, was wir da machen müssen. Also, wir müssen eine Autowerkstatt besitzen vom Tuners DLC. Und jetzt müssen wir zu einem Auto hingehen, was so ungefähr 100.000 wert ist, wenn wir es dort in der Autowerkstatt kaufen. Und jetzt müssen wir es modifizieren und einfach immer das Teuerste nehmen. Egal, was uns da angeboten wird, einfach immer das Teuerste drauf tun. Und jetzt sollen wir in dem Menü, wo wir auswählen können, ob wir es liefern lassen wollen oder selber liefern wollen, einfach rausgehen aus dem Menü, das Ding kaufen, in unsere Garage stellen und anschließend beim Tuner verkaufen. Und das müsste dann mehr Geld bringen, als wir reingesteckt haben, um das Auto zu kaufen. Alter, das ist ja so simpel, das kann doch niemals funktionieren. Okay, wir probieren es mal. Ich habe jetzt hier 2 Autos. Der eine, ich glaube, es war ein Futo, wenn ich es auswendig noch richtig habe. Der war ja nur 12.000 wert, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Wir nehmen mal hier den Issy Classic. Der ist ein bisschen mehr als 100.000 wert, 240.000. Aber dann ist auch die Gewinnmarge wahrscheinlich ein bisschen höher. Dementsprechend gehen wir da jetzt hin. Ja, tune einfach mal alles durch. Alles volle Karacho durchtunen. Und ja, am Ende gehen wir einfach aus dem Menü raus.
und kaufen den ganzen Spaß für knapp $240.000. Jetzt habe ich zwischendurch noch das falsche Auto angefordert, weil ich irgendwie komplett lost war. Aber dann, meine Freunde. Warum habe ich einen Stift in der Hand? Aber dann, meine Freunde, ist es soweit. Ich bin in die Agenturgarage gegangen, wo ich das Auto ab hinten liefern lassen, habe mir es geschnappt, bin zum LSC gefahren und habe das verkauft. Und Freunde, guckt mal selbst. Wild, oder? Also, bei der Quote muss man sagen, von 3 probierten Glitches hat ein einziger funktioniert. Aber bevor ihr jetzt selber GTA Online spielt und probiert, diesen Glitch zu machen, Freunde, passt da wirklich auf. Denn ihr dürft auf gar keinen Fall zu viele von diesen Autos verkaufen, weil irgendwann werdet ihr von Rockstar Games entdeckt und dann kann es zu einem Bann kommen. Das wollen wir doch alle nicht. Zweiter Grund, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist, was er in dem Video zumindest gesagt hat, ist, dass wir keine Supersportwagen nehmen sollen. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Ich gebe es nur weiter. Ich übernehme auch keine Haftung dafür, dass ihr gebannt werdet oder nicht. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es auf einem anderen Account testen soll. Ich sag's nur lieber vorher, bevor danach, die Krise losgeht. Ich verstehe im Großen und Ganzen nicht so richtig, wieso man Fake-Glitches hochlädt, möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, weil wenn ich einen YouTube-Kanal habe, dann möchte ich doch eigentlich, dass der wächst. Und wann wächst ein YouTube-Kanal? Wenn die Leute zufrieden sind mit dem, was sie geboten bekommen. Und wenn ich einen YouTube-Kanal abonniere für Glitches und keiner dieser Glitches funktioniert, weil die halt alle fake sind, dann abonniere ich den doch nicht, oder? Macht ihr das? Komisch. Versteht ihr, was ich meine? Das macht irgendwie nicht so ganz Sinn, das ganze Konzept. Aber wir seien mal dahingestellt. Also, wir haben heute auf jeden Fall 2 von 3 Glitches enttarnt, als dass sie eben fake sind. Einer davon hat wirklich funktioniert, also Props gehen raus. Der Link zu diesen ganzen Glitches ist übrigens auch in der Videobeschreibung. Aber, Freunde, überlegt euch genau, ob ihr das machen wollt oder nicht. Das macht ihr nämlich auf euer Risiko. Und bevor jetzt wieder die ganzen Kommentare kommen, ey, wie kannst du Glitchen unterstützen, bla 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 bla. Ich sag nochmal ganz eindeutig, ich habe nichts gegen Glitchen, solange es den Spielspaß von anderen Spielern nicht beeinflusst. Also glitcht euch die coolsten Fahrzeuge, glitcht euch von mir aus so viel Geld, wie ihr haben wollt. Ist mir wirklich relativ Wurst. Aber macht keine God-Mode-Glitches oder keine, was weiß ich, für Glitches, die, mit denen ihr einfach andere Spieler abfuckt. Weil das ist, da machen wir unsere eigene Community kaputt und unsere eigene Community total toxisch. Und das wollen wir doch einfach nicht. Ich meine, wir wollen auch zusammen eine geile Zeit in GTA Online verbringen und uns nicht gegenseitig unnötig abfucken, oder? Also, das so als kleines Statement. Und ich fand es eigentlich mal ganz witzig, hier diese ganzen komischen Glitches auszuprobieren, weil ich selber in GTA Online seit Jahren nicht mehr glitche. Und deswegen war es jetzt eigentlich mal echt interessant. Nun gut, Freunde, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lass doch gerne kostenlos einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Art von Glitches sollen wir das nächste Mal testen? Sollen wir auf Money-Glitches wieder gehen? Sollen wir überhaupt noch einen zweiten Teil drehen? Oder sollen wir mal andere Glitches testen? Irgendwelche Outfit-Glitches oder so? Welche Kategorie hast du Lust drauf? Schreib's in die Kommentare. Und an der Stelle bin ich jetzt auch raus. Mach's gut, hau rein, bis bald und ciao. Peace.